Herzlichen Glückwunsch an all unsere Gewinner des Gewinnspiels. Und willkommen auf Fantasy Island. Life could be a dream. Ein Ort, an dem alles möglich ist. Ich bin Mr. Rogue, Botschafter ihrer tiefsten Sehnsüchte. Wir sind alle schon gespannt, wie das hier läuft. Das wird bestimmt eine immersive Erfahrung. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Mr. Rogue maßschneidert jedem Gast seine eigene Fantasie auf den Leib. Ich wollte ein bisschen Action. Wir wollen das volle Programm. Den Moment ändern, den ich am meisten bereue. Mich an einer Kindheitstyrannin rächen. Schmerzhaft und kreativ. Fantasy Island! Ein Ort, an dem alles und jedes möglich ist. Ihr Leben wird sich bald ändern. Für immer. Ich hoffe, Sie sind bereit. Verschiedene Knöpfe für verschiedene Racheoptionen. Lasst uns Spaß haben. Oh mein Gott. Stopp! Das ist nicht, was ich meinte! Ich habe 5 Jahre voller Erinnerungen, die ich gestern noch nicht hatte. Die Insel will sie alle zusammen. Ich glaube, das ist die Fantasie von jemand anderem. Die Insel ist nicht das, wofür du sie hältst. Wir wurden hergebracht, um Teil von etwas anderem zu sein. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst, Danny? Er sagte, wir sollen rennen. Du hast nur überlebt, weil du ein sehr ungewöhnliches Mädchen bist. Du bist nicht allein. Nicht mehr. Weißt du, was Mutanten sind? Möchte jemand von seinem ersten Erlebnis erzählen? Rain? Ich war 13. Ich dachte, es wäre ein Traum. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Sam? Ich habe Panik gekriegt. Menschen wurden verletzt. Roberto? Meine Freundin. Ich habe sie verbrannt. Iliana? Ich habe 18 Männer getötet. Ein nach dem anderen. Das ist kein Krankenhaus. Das ist ein Käfig. Es ist wichtig, deine Kräfte zu kennen, damit wir dir helfen können, gesund zu werden. Ich habe was gesehen, was ich nicht hätte sehen dürfen. Ich glaube, wir sind nicht hier, um gesund zu werden. Dieser Ort lässt dich deine größte Angst so lange durchleben, bis sie dich umbringt. Er ist da. Wir können hier rauskommen. Gemeinsam. The New Mutants. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel. Tell me the fairy tale again. It's too scary, you know, start seeing things that aren't there. You've been turned out of your home. Set out to fend for yourselves with only your clothes and your hides. I'm hungry. I'm hungrier than you are. Because you're a pig. Look! It smells of cake! Brother! Ah!
careful with that, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. Please make your acquaintance. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel. Ouch! There's something wrong here. But it's so pleasant. Where are all the animals? From where does she draw milk? Gretel, there's a storm coming. This is your power. To see what is hidden and to take it. We were given the same gift, the same magic. Brother! What did you do with him? All that is left is to make him. Ronnie, wie sieht's aus? Anscheinend brennt's irgendwo. Ein paar von unseren Jungs fahren hin. Wo genau? Ich glaube, in der Nähe von Walkers Farm. Nichts mehr.
Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Du hast keine Ahnung, oder? Ich schon. Die Menschen, die noch am Leben sind, sind es nicht wert, gerettet zu werden. Please don't take my sunshine away. We don't run from fights. I don't think I even met her. At the very least, I've heard of a married couple that the church has worked with in the past to deal with this type of thing. Your visions are a gift from God. And if God is showing you my death, then he's doing it for a reason. Maybe meant to prevent it from happening. Have you ever been a nanny? This is my first live-in job.
Well, I hope you know what you're doing. The children are very special, Kate. They're thoroughbreds. Geez, your friends must love it here. I have no friends. You have no friends? Yep. Well, you have one now. Maybe. May I ask how the parents died? Well. Miles! Nothing should have to suffer. It's not that simple. I don't go in that part of the house. Why not? Don't wanna. Hello? We shouldn't be in here. What happened to your last nanny? Like I'd tell. You need to take charge here, Kate. I know what you're afraid of. Keeping the lights on won't keep you safe. Can you please stop? You're gonna leave me, aren't you? I'm not going anywhere. Promise, promise? Cross my heart and hope to die. Everyone dies, Miles. Did you see them? I don't want to play anymore. Hey! Why are you doing this? Stop now. We're not safe! Stop giving tales. Bad dreams? Time ago, it was a night of great power. Am I losing my mind? People danced, and they played games, and they dressed up in costumes, hoping to ward off the evil spirits, especially the boogeyman. Allison? Michael's come home, hasn't he? We did what needed to be done. Tommy Doyle, what are you doing? We're on the scene of a violent attack. No, please, God! Let's take off your mask. Genau zu. Sie sind jetzt 5000 Meilen vom Festland entfernt. Und sie sinken 7 Meilen tief auf den Grund des Ozeans. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Los geht's. Also, ziehen wir das durch! Ziehen wir es durch! Skala von 1 bis 10. Wie groß ist der Schaden? 10. Wir sind bis zum Meeresgrund vorgedrungen und wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir müssen zur Station. Und wie kommen wir dahin? Wir laufen.
Wir sollen laufen, ohne ausreichend Sauerstoff, über den Grund des Ozeans? Wir wissen nicht, was da draußen ist. Mieseste Idee ever! Was war das? Lichter ausschalten. Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Etwas verfolgt uns. Underwater. Es sieht mich unter Wasser! Demnächst nur im Kino. Kann mir jemand ein Beispiel für einen Mythos nennen? Oder eine Geschichte, vor der er Angst hat? Lucas. Wir haben heute einen männlichen Körperteil im Wald gefunden. Den Rest fanden wir in der Mine. Das muss ein Tier sein. Kein Tier, das ich je gesehen habe. Irgendwas stimmt nicht mit Lucas. Die Zeichnungen gehören einem meiner Schüler. Das ist das, was in der Mine war. Ein teuflischer Geist. Sie reden hier von einem Mythos. Für Sie ja, aber eine abschreckende Geschichte für die Menschen, die daran glauben. Er kommt mich holen. Er braucht mich. Endless. Als Adrians Nachlassverwalter bin ich verpflichtet, eine Erklärung vorzulesen. Cecilia, obwohl unsere Beziehung alles andere als perfekt war, dachte ich, dass du mit mir reden würdest, anstatt wegzulaufen. Ist alles okay? Mach dich hier auf! Was ist mit ihm passiert? Holzadern aufgeschnitten. Seinem Testament entsprechend bekommst du 5 Millionen Dollar. Das Kleingedruckte verbietet dir aber, ein Verbrechen zu begehen oder für unzurechnungsfähig erklärt zu werden. Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Adrian würde sich nicht umbringen. Hör zu, du bekommst deine Freiheit zurück, okay? Lass nicht zu, dass er dich verfolgt. Hallo? Ich habe Angst. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Er war ein Soziopath, der immer die Kontrolle haben musste. Über alles. Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und er würde direkt zu mir kommen. Und ich würde ihn nicht kommen sehen. Alles okay? In diesem Sessel sitzt einer. Ich habe etwas gefunden, das beweisen kann, was ich hier durchmache. Du brauchst Hilfe. Adrian ist tot. Ich war in seinem Haus. Er ist nicht tot. Ich habe einen Haufen Asche in einer Schachtel, der dir widersprechen würde. Dein Bruder hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Das Einzige, was noch brillanter ist, als etwas zu erfinden, das einen unsichtbar macht, ist ein Weg zu finden, dich zu quälen, sogar nach dem Tod. Adrian war ein Genie darin, andere zu manipulieren. Kommen Sie nicht näher! Hey! Ich bin nicht verrückt! Bitte hören Sie mir zu! Sie sagen, die Person, die versucht, Sie zu töten, ist gerade in diesem Raum. Aber wir können ihn nicht sehen. Er hört zu. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich! Komm schon! Tu es! Da bist du! Abonnieren! Abonnieren nicht vergessen!